Herzlich willkommen zum Auf den Prüfstand Expertentalk. Heute mit Diplom-Ingenieur Norbert Zereinig, Leiter der Abteilung für Wasserwirtschaft des Landes Kärnten. Er wurde mit 1. Juli für diese Position bestellt. Herr Zereinig, Sie haben langjährige Erfahrung in der Abteilung für Wasserwirtschaft. Kürzlich wurden Sie zum Chef dieser Abteilung ernannt. Welche genauen Aufgaben umfasst Ihre Funktion? Ja, unsere Funktionen in der Abteilung 12 Wasserwirtschaft sind sehr vielfältig, weil sie letztendlich alles umfassen, was mit Wasser zu tun hat, im weitesten Sinn. Wenn man es genau erläutern will, haben wir 5, 6 Schwerpunkte. Einerseits ein großer Schwerpunkt ist die Erfassung des Wasserkreislaufes, das heißt das ganze Messnetz der Hydrographie, um eben zum Beispiel dann auch Hochwasserwarnungen aussprechen zu können, wie gezeigt wird, sehr wichtig, auch jetzt in der Krisensituation, die wir hatten. Grundwasserstände, wir wissen ja auch, dass da Anfragen von den Medien kommen, Wasserknappheit und so weiter. Das heißt, wir haben ein großes Messnetz, das wir bedienen, Niederschlag- und Abflussmessungen auch noch dazu. Der zweite große Bereich ist natürlich der Flussbau, Hochwasserschutz, auch jetzt in aller Munde. Da haben wir ein eigenes Team, das eben Hochwasserschutzprojekte umsetzt. Wir setzen 20 Millionen pro Jahr für den Hochwasserschutz um, mit Planungen, aber auch mit Umsetzung von Projekten mit den Gemeinden gemeinsam. Dann haben wir den großen Bereich der Siedlungswasserwirtschaft, wo die gesamte Abwasserentsorgung, Wasserversorgung vorkommt, wo wir zwar nicht aktiv selbst bauen oder selbst aktiv sind, sondern mit den Gemeinden in Kooperation sind, mit den Wasserverbänden. Dann haben wir eine strategische wasserwirtschaftliche Planung, da geht es um vorausschauende Fragestellungen, Trinkwasserressourcenschutz, auch die ganze Konflikte, die sich jetzt aufgetan haben an den Seen, Nutzungskonflikte, ökologische Fragestellungen der Fließgewässer, aber auch der Stehengewässer, die da mit hineinspielen. Und ganz zum Schluss haben wir auch noch an die 7.000 bis 8.000 Grundstücke des öffentlichen Wassergutes zu verwalten, wo wir als Grundeigentümer in Stellvertretung für die Republik Österreich im Parteienverfahren, in Benutzungsverträgen involviert sind, um eben auch diese Gewässergrundstücke in irgendeiner Form zu verwalten. Hat es in der Vergangenheit große spannende Projekte in Ihrer Abteilung gegeben, beziehungsweise laufen momentan möglicherweise auch spannende Projekte? Also ich sage jetzt einmal in meiner alten Funktion als Leiter der Schutzwasserwirtschaft, also ich komme also wirklich aus dem Bereich des Flussbaus, das ist auch meine Expertise, die ich da jetzt einmal in erster Linie mitbringe. Da haben wir mannigfaltige Projekte. Und wie gesagt, wir haben an die 20, 25 Millionen Euro, die wir jährlich umsetzen. Und das beginnt eben von der Planung bis zur Instandhaltung bis zu großen Hochwasserschutzprojekten, aber auch Revitalisierungsprojekten. Und deshalb ist es die Frage, die interessanten Projekte relativ schwer zu beantworten. Allerdings, Highlight für mich persönlich, also in meiner Vergangenheit, waren die großen Revitalisierungsprojekte, die wir an der Geil, an der Trau und an der Lavand gemacht haben. Live-Projekte, wo wir einfach gezeigt haben und auch österreichweit Vorbild waren, dass man Hochwasserschutz und Ökologie super verbinden kann. Also dass man als Projekte, die sowohl den Hochwasserschutz verbessert haben, aber vor allem naturschutzfachlich sehr wichtig waren, Auwaldrestauration, Gewässerökologie verbessern, Fischbestand positiv beeinflussen, Fischwanderung positiv beeinflussen, wie es zum Beispiel in der Lavand passiert ist. Also das würde ich persönlich sagen, war sicher eines der Highlights und natürlich die zwei riesengroßen Projekte der letzten Jahre, das war der Hochwasserschutz im Zollfeld, das riesige Rückhaltebecken, das vielleicht viele schon mal vorbeifahren gesehen haben, mit fast 17 Millionen Euro und jetzt der Hochwasserschutz in Lavermünd mit über 20 Millionen Euro. Das sind natürlich schon sehr interessante und spannende Projekte. Jetzt hat es ja die große Unwetterkatastrophe im Gegenteil gegeben, beziehungsweise in Ariach und in Treffen. Gibt es hier größere Projekte, wo Sie jetzt auch noch mithelfen? Ja, also im Bereich der Schutzwasserwirtschaft laufen natürlich die Projekte. Wir müssen leider aufgrund der schwierigen behördlichen Verfahren, aber auch der Situation mit den Grundeigentümern, wir brauchen immer viel Grund, wenn wir Hochwasserschutzprojekte umsetzen, einige Jahre Vorlaufzeit, oft einmal bis zu 10 Jahre, bis so ein Projekt wirklich umgesetzt werden kann. Also derzeit sind wir jetzt knapp vor der Umsetzung, zum Beispiel beim Hochwasserschutz Villach, in der Stadt Villach, soll demnächst begonnen werden. Wir haben sind bereits in den Vorarbeiten Hochwasserschutz von Seckfelden an der Rau, im Bereich Latschach und Felden. Wir haben ein nächstes größeres Projekt, das im Anlaufen ist am Rüsselsdorfer Seebach, Gemeinde Eberndorf, wo im Bereich Lido, Campingplatz, auch der Hochwasserschutz umgesetzt werden soll. Und wir haben riesige Projekte, die derzeit noch etwas weiter weg sind, im Lavantal.
in dem Lavandal sicher einen der Hotspots, was die Umsetzung der Projekte anbelangt. Hochwasserschutz Wolfsberg, St. Paul, St. André, da haben wir eigentlich überall Projekte derzeit in der Vorbereitung, in der generellen Projektierung, in der Detailprojektierung. Und natürlich nach der Hochwasserkatastrophe 2018 ein riesiges Projekt im Gaital, das ist dieser Ringdamm im Rattendorf, der damals ja gebrochen und überströmt wurde, wird neu errichtet und der Hochwasserschutz auf neue Beine gestellt. Also wir haben einige Projekte in der Pipeline, ich würde sagen, so ein Fahrt wird uns und unseren Mitarbeitern in den nächsten Jahren ganz sicher nicht. Danke für die Einblicke, Norbert Zereinig. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.